Hallo zusammen. Ich möchte ein wenig was Experimentelles ausprobieren. Für die von euch, die es nicht wissen, ich bin ein großer Freund von Langform-Content. Ein langes Video bietet die Möglichkeit, ein Thema genau zu betrachten und dabei Quellen und Beispiele einzubringen. Und ich würde gerne einmal etwas Ähnliches versuchen, allerdings habe ich dabei ein klitzekleines Problem. Der meiste Langform-Content thematisiert und oder analysiert so etwas wie Filme, Serien, Animes oder Games. Und das ist für mich, glaube ich, nicht wirklich geeignet. Wenn ich Langform-Content über Games machen würde, müsste ich die Spiele auch beenden können. Und ich bin nicht wirklich gut in den meisten Games. Gott, ist das peinlich. Und wenn ich etwas zu Filmen oder Serien mache, müsste ich auch verstehen, wovon ich rede. Ich kann euch zwar sagen, was ich persönlich davon halte, aber wenn ich mit einem gewissen Grad an Objektivität an die Sache rangehen möchte, müsste ich mich mit dem Quellmaterial, dem Genre, anderen Adaptionen und dem Medium auskennen. Und ich sollte über die Elemente der Produktion sprechen, die eine Auswirkung auf die Qualität des Mediums haben können. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht besonders viele Content Creator diesen Standard teilen. Hauptsächlich, weil das, was ich bisher von beispielsweise der deutschen Anime-Community gesehen habe, absoluter Abfall ist. Da ist so eine 10-Jährige mit Riesenwaps, Alter! Dieses Bild werde ich nie wieder los! Oh. Selbst die schlimmsten nur meine Meinung zählt, Videos von H-Bomber-Guy sind besser als das, was ich bisher von diesen Clowns gesehen habe. Ich meine, ihr könnt über Digibros sagen, was ihr wollt. I am a huge fan of illustrations of little girls getting fucked. Aber er versteht, wovon er redet. Er hat ein enormes Wissen zu Anime und der damit verbundenen Kultur. Und er hat genug Anime gesehen, um Trends und Tropes zu erkennen, sie klar zu definieren und Verbindungen zu anderen Serien zu machen. Und das ist, was ich bei Langform-Content erwarten würde. Allerdings ist das auch eine Wissenstiefe, die mir bei den meisten Themen fehlt. Abgesehen vielleicht vom Worldbuilding. Allerdings ist hier wiederum das Problem, dass es einen Haufen Kanäle gibt, die die Grundlagen und das Vorgehen bereits erklärt haben. Und wie ich in meiner einzigartig weinerlichen Art bereits erklärt habe, möchte ich nicht einfach wiederkauen, was andere bereits gesagt haben. Also muss ich ein wenig spezieller werden. Ich arbeite seit, sagen wir einfach, einer Weile an einem Setting und denke, es wäre eine gute Idee, das als Grundstruktur für diese Videos zu benutzen. Ich werde Schritt für Schritt beschreiben, was ich gemacht habe und dabei andere Medien und Worldbuilding-Ressourcen als Beispiele und Quellen benutzen. So kann ich zum einen zeigen, wie man ein Setting von Anfang bis Ende baut und ich kann zum anderen erklären, warum Ideen in einigen Umständen funktionieren und in anderen eben nicht. Wenn ich dabei einen Film, ein Video, einen Podcast oder etwas Ähnliches als ernsthafte Quelle benutze oder darauf antworte, werde ich es in diesem Format machen, damit ihr bei Interesse die Stelle des Videos in ihrem eigentlichen Kontext nachschauen könnt. Außerdem übersetze ich englische Videos, um sicherzugehen, dass jeder versteht, was gesagt wurde. Bei normalem Bild- und Filmmaterial mache ich das natürlich nicht, sonst dauert das Editing noch länger als sowieso schon. Und nur für den Fall, dass einigen von euch diese Videos zu lang sind, werde ich einzelne Segmente als eigenständige Videos hochladen, damit ich die Inhalte auch mit den Zuschauern teilen kann, die meine Stimme nicht für eine Stunde am Stück ertragen können. So, nachdem wir das alles geklärt haben, lasst mich euch in die Untiefen meiner Kreativität führen und euch die Erschaffung meiner eigenen kleinen Welt zeigen. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, euch in meiner Erzählerstimme von großen Helden und vergangenen Reichen zu erzählen. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich euch erst erzähle, wie ich vorgegangen bin. Zu Beginn müssen wir uns fragen, was wir genau machen wollen. Das wäre jetzt der Punkt, wo viele Autoren sagen würden, Fantasy? Um dann eine Kopie vom Herrn der Ringe zu machen. Allerdings will ich da ein kleines bisschen tiefer ins Detail gehen. Also müssen wir uns zwei Dinge überlegen. Erstens, was sind die Themen und oder Motive des Settings? Und zweitens, was wollen wir mit dem Setting erreichen? Und um unnötige Verwirrung zu vermeiden, hier eine kurze Erklärung, was die Begriffe in diesem Kontext meinen sollen. Das Thema ist unser metaphysischer Fokus.
Oder in anderen Worten, die Hintergrundidee, auf der das ganze Setting aufbauen soll. Das kann so etwas sein wie ein philosophischer Ansatz, eine religiöse Idee oder einfach ein bestimmter Aspekt des Storytellings, auf den man sich fokussieren möchte. Das Motiv ist dabei unser optischer Fokus. Also anders ausgedrückt, welche Ästhetik soll unser Setting haben? Das kann etwas sehr Spezielles sein, wie das europäische Mittelalter. Es kann aber auch etwas Weitertrabendes sein, wie zum Beispiel eine allgemeine Erscheinung von Verfall und Korruption. Und weil immer noch Fragen offen sein dürften, hier zwei Beispiele. Dark Souls hat das Thema von kreisförmiger Zeit. Alles bewegt sich in einem niemals endenden Kreis, bis es aushöhlt und vergisst, warum es existiert. Dabei ist es egal, ob man ein namenloser Soldat oder ein Gott ist. Alles wird mit der Zeit hohl und bedeutungslos. Egal was wir erreichen, egal wie viele Gegner wir erschlagen, egal wohin wir gehen. Wenn wir sterben, erwachen wir an dem Feuer, an dem wir zuletzt gerastet haben. Und alle Feinde sind zurück. Egal wie oft wir Gwyn besiegen und die erste Flamme neu entzünden oder die Welt ins Dunkel stürzen, wir wachen trotzdem wieder in derselben Zelle auf, um ein ausklingendes Zeitalter des Feuers zu verlängern. Oder um vielleicht ein klitzekleines bisschen weniger dramatisch zu sein, Doom hat das Thema von Korruption durch das Dämonische. Deswegen sind viele Gegner nicht einfach stereotypische Teufel oder Dämonen, sondern eine Verbindung aus dämonischen Elementen, Maschinen und korruptem Fleisch. Und wir erkennen dasselbe Thema zum Beispiel in der Hintergrundgeschichte vom Icon of Sin oder bei der Darstellung der Erde in Doom Eternal. Alles Menschliche wird zerbrochen, pervertiert, verdreht und zu etwas Bösartigem gemacht. Und das ist, was ein Thema sein sollte. Ich meine nicht den Drehen- und Brechen-Part, sondern den Teil, wo es die Grundlage für das Setting bietet. Das Thema ist der rote Faden, der sich durch alles hindurchzieht. Vom Design über die Hintergründe für Religionen, Weltanschauungen, Kulturen bis hin zu den Motivationen und Hintergründen der Charaktere baut alles zu einem gewissen Grad auf dem Thema auf. Wenn dabei einzelne Elemente der Welt nicht direkt auf dem Thema basieren, ist das kein Problem. Aber wenn ein Großteil des Settings nichts mit dem Thema zu tun hat oder einige Sachen sich direkt gegen das Thema stellen, kann es problematisch werden. Worauf ich hinaus will ist, dass man beim Erstellen des Settings unter dem Wählen anderer Elemente das Thema im Hinterkopf behalten sollte, um der Welt eine gewisse Konsistenz zu geben. Und für die von euch, die nicht verstehen, warum ich so lange drauf rumreite, hier ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, eure Grundidee wäre ein tödliches Game. Die Spieler sind gegen ihren Willen in diesem Game gefangen und der kleinste Fehler kann den Untergang bedeuten. Aber euer Hauptcharakter ist vollkommen overpowered, hat ein Harem von willigen Teenagern und regelmäßig passiert so ein Bullshit. Lasst uns einfach weitermachen. Das Motiv mag im Vergleich zum Thema oberflächlich erscheinen, kann aber einen großen Einfluss auf das Gesamtbild und auf die Umsetzung haben. Man könnte Dark Souls mit demselben Thema zum Beispiel im Weltraum spielen lassen. Aber die mittelalterliche Welt gibt uns einen besseren Rahmen, um zu verstehen, wie zerfallen und hohl die Welt wirklich ist. Was uns auf einem anderen Planeten oder bei einem Raumschiff nicht unbedingt so leicht fallen würde. Außerdem muss man die mechanischen Einflüsse beachten. Das Kampfsystem in Dark Souls ist um den Nahkampf herum aufgebaut. Darum wäre ein Sci-Fi-Setting mit einem Haufen an Schusswaffen weniger dafür geeignet. Während wir in Doom diesen Haufen an Schusswaffen brauchen, was einen gewissen Grad an Futurismus voraussetzt. Also kann man in einem Setting ein Thema mit fast jedem Motiv verbinden, allerdings funktionieren einige Kombinationen besser als andere. Und vor allem muss man darauf achten, dass es Sinn macht.